Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Infliction Extended Cut. Dieses Spiel hat mir der Stevie rausgesucht. Ich spiele das Ganze heute leider Gottes alleine. Danke Stevie. Und wir schauen direkt rein. We've got some news hot off the presses. This station has received reports that the two lighthouse keepers from Oxford Point Island Lighthouse have vanished. The lighthouse keepers work. You have one unheard message. First unheard message. Hi baby, I'm stuck at the gate and they won't let me through. When you get back home, can you look for my ticket? I must have left it behind. Have a good look around and let me know. Love you. See you soon. End of message. To delete this message, press. Okay. Neue Mission, finde die Flugtickets. Okay, was haben wir da gerade gesehen? Also wir haben einen Anruf von unserer Frau bekommen, die irgendwie am Gate steht, kein Flugticket, kein gar nichts dabei hat, weil... Geht er da hin. Neues Tutorial freigestellt. Gehe Menü auf Gameplay, um Tutorials anzuschauen. Müssen wir? Also, ich probier's mal ohne. Und auf der Fahrt hier hinten haben wir, einen Officer gesehen, der einen Unfall aufgenommen hat. Das finde ich übrigens auch ganz wild, ne? Damit du weißt, wie nah du ranfahren kannst. Also ich hätte ja gar kein Vertrauen bei sowas. Mein armes Auto. Na gut. Die erste Frage, die ich mir schon mal stelle, ist, warum müssen wir in unserer eigenen Garage mit einer Taschenlampe agieren? Maggie Toys. Okay. Können wir nicht einfach Licht anmachen? Ist doch unser Haus, oder nicht? Achso. Wir kommen in unser eigenes Haus nicht rein? Was ist denn jetzt los? Hast du deinen Schlüssel nicht dabei? Nimm doch deinen Schlüssel. Okay, wir können nicht mit dem Schlüssel... Okay, wir können auch hier nicht rein. Ach, hier können wir denn... Hä? Wieso können wir denn jetzt hier raus? Ich will doch in meine Wohnung. Das ist doch meine Garage. Okay. Ist anscheinend nicht unsere Wohnung. Anscheinend haben wir die Garage woanders gemietet. Ist das unsere Wohnung? Hallo? Na gut, dann gehen wir mal gucken, ob wir jetzt die Flugtickets für unsere Frau finden. In hoffentlich jetzt unserer Wohnung. Das ist aber mal ein komischer Eingang. Aber gut. Oh Gott, wir können wieder alles öffnen. Ich könnte ja schon wieder, ist ja... Hallo! Wer bist du denn? Du siehst aber nice aus. So, Sicherheitsdienst allsehendes Auge. Sehr geehrter Gary Ryan Pote. Wir freuen uns, Ihnen dieses Stellenangebot für die Position als Wachmann für den Sicherheitsdienst allsehendes Auge zu unterbreiten. Bitte lesen Sie diese Zusammenfassung der Geschäftsbedingungen für Ihre voraussichtliche Beschäftigung aufmerksam durch. Sollten Sie dieses Angebot annehmen, ist Ihr Startdatum der 15.08.1981 oder ein anderes einvernehmliches vereinbartes Datum und Sie unterstehen der Weisung von Shane McFarlane. Im Falle, dass Sie das Angebot annehmen, finden Sie im Folgenden die Beschäftigungsbedingungen. Sie haben die Position als Junior Security Officer sein und unterstehen dem regionalen Sicherheitsmanager. Die Position ist eine Vollzeitstelle. Während Ihrer Beschäftigung in diesem Unternehmen gehen Sie keinen anderen Beschäftigungs-, Beratungs- oder anderen geschäftlichen Aktivitäten, weder Vollzeit noch Teilzeit, wahr, die einen Interessenskonflikt verursachen könnten. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bestätigen Sie, dass Sie keine vertraglichen oder sonstige rechtlichen Verpflichtungen haben, die Sie daran hindern könnten, Ihre Pflichten für den Sicherheitsdienst allsehendes Auge wahrzunehmen. Das Unternehmen zahlt Ihnen ein Einstiegsgehalt in Höhe von $6.271,20 pro Jahr. Das ist wenig. Pro Jahr? Okay. Das entspricht unseren üblichen Zahlungsmobilitäten, ausgezahlt wird. Dieses Gehalt wird gemäß unseren jeweils gültigen Mitarbeiterentschädigungsrichtlinien angepasst.
Okay, das bedeutet schon mal nichts Gutes. Also, warum sollten die angepasst werden wegen Entschädigung und so? Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Beschäftigungsverhältnis eines Mitarbeiters aus wichtigem Grund jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne Kündigungsentschädigung zu beenden. Das Unternehmen ist berechtigt, ihre Beschäftigung mit der gesetzlichen vorgeschriebenen Kündigungsfrist aus einem anderen Grund zu kündigen, der gar keinen wichtigen Grund darstellt. Aha. Mit freundlichen Grüßen, Nathan Babylon. Babylon? Babylon. Babylon, ja, okay. Okay, also unsere Mission ist immer noch, dass wir, ach du Heilige, die Tickets suchen und finden. Wo würde ich Tickets hinpacken? Hätte man auch mal weglegen können, ja. Also hier diesen schmutzigen Teller kann man auch mal hier in die Spüle bringen. Hier, wo könnte es sich das verstecken? Im Schlafen. Schlafzimmer vielleicht. Was zum Teufel war das? Okay. Ist das da draußen? Was ist das? Meine Füße. Hello? Alter, was für ein Riesenfernseher. By Hazard, the man in the mask really kicks ass. Das ist schon mal ein Titel. Also das ist ein Film, den würde ich mir angucken. Das wäre genau meins. The Exorcist 1 und 2. Public Access. Cooking with Massimo. Welcome back to Cooking with Massimo. I miss Have you ever Massimo. come home from work and For found my yourself work. stuck to what to have for dinner? Today, I've been asked to cook with ingredients you find around the house. No pancetta, okay? Okay, danke schön. Tschüss. Das war mir jetzt gerade zu viel. Gut. Alter, was ist das denn für ein Anwesen? Also meine Fresse. Mit einem dicken, fetten Kaminzimmer hier. Ich glaub's ja, ist ja. Also, es ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Warum kann ich. Do you, Sarah Angel Adage, take Gary Ryan Powell to be your lawfully wedded husband? To have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part. I do. Nice. Ich auch. Okay, aber wir dürfen unsere Mission nicht vergessen. Tickets. Lol, was ist das denn für ein geiles Haus? Ey, wirklich. Okay, raus komme ich nicht. Aber ich bin auch von hier nicht reingekommen. Okay. Tickets, 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 Tickets. Wo könnten Tickets sein? Zu erledigen. Butter, Handfutter, Brot, Milch, Zahnpasta, Aspirin, Mike anrufen, um den Code zu ändern. Okay. Was bist du? Can you believe it, Gary? It's not just the two of us anymore. Our family's growing. That 12-hour labor totally worth it. Little Maggie. Love at first sight does exist, and this is the second time I've experienced it. I'm so happy, honey. Okay. Also, wir haben eine Tochter. Gut zu wissen. Liebe Sarah, vielen Dank, dass Sie uns bezüglich der Präsentation Ihrer Kunstwerke in der Tall Pines Gallery für die kommende Sommerausstellung geschrieben haben. Ihr beiliegendes Muster hat vielen von uns sehr gefallen. Sie sind wirklich eine talentierte Künstlerin. Leider sind alle Plätze für diese Ausstellung bereits belegt. Wir möchten Sie jedoch bitten, sich für die nächste Frühjahrsausstellung zu bewerben. Bewerbungen können ab dem 1. Februar eingereicht werden. Wir erkennen Ihre Begabung, doch wir erhalten für jede Ausstellung zahlreiche Bewerbungen und können keinen Platz garantieren. Daher bitten wir Sie, sich erneut zu bewerben. Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Werk präsentiert haben. Wir hoffen, dass Sie die Ausstellung besuchen werden und die Gelegenheit nutzen, andere einheimische Künstler zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, Patricia Gasman, Inhaberin und Kuratorin. Okay.
Rechtsanwälte, 5. April, Rechtsanwälte, sehr geehrte Mrs. Port, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Erbprozess erfolgreich abgeschlossen wurde und der letzte Wille von Rosa Ann Adage nun ausgeführt werden kann. Dem Testament entsprechend übersende ich das von Rose Anna Adage hinterlassene Erbe in Form eines Schecks in Höhe von 50.084 US-Dollar sowie die Testamentsurkunde an Simpson Aspen Drive, Pleasant Falls. Bei Fragen zur Erbschaft können Sie sich gerne an mich wenden. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld während dieses Prozesses. Mit freundlichen Grüßen, Morten Andreas Viking, Senior Partner an bei Check Testamentsurkunde, Liste des Haushaltsinventars. Okay. You're my heart and soul. Love, Sarah. Du bist mein Herz und meine Seele, liebe Sarah. Okay, das ist ein Geschenk von unserer Frau. Okay. Final Noticed. Wir haben anscheinend ein paar Rechnungen nicht bezahlt, würde ich sagen. Sarah Pott. Von New York. Mhm. Aber es ist immer noch, Friday, June 4th, 4:15 p.m. Oh, it's Mike here. I got a message earlier asking about changing the code to your security door. All you need to do is enter the code, follow the steps I told you on the day I installed it. I wrote the code on the back of my business card. If you have any problems, call me during business hours and I'll be happy to walk you through it. Thanks. Okay, also wir müssen diese Karte finden, damit wir den Code ändern können. Ist die Frage, wo haben wir diese, wo gibt es diese Business Card? Business Card? Where do you go? Business Card. Haben wir die oben gelassen? Ich glaube nicht, dass wir die oben haben, oder? Alter, ist das ein Anwesen? Meine Friese, ey. Okay. Gut, hier haben wir erstmal nichts. Also hier finden wir zumindest nichts weiter. Ja, hier wird die Business Card nicht sein, oder? Alter, ist ja wirklich ein riesengroßes Haus. Okay, das Klo sieht nicht ganz so lecker aus. Könnte man auch mal wieder sauber machen. Was war das? Warum ist das hier offen? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das gerade für Geräusche waren. Okay, die Dinger sind alle abgeschlossen. Exile, was für geile Games. Aber Licht können wir immer noch nicht anmachen. Es ist schon ein bisschen... strange. Oh doch, können wir doch. Okay. Aber wir haben immer noch die Visitenkarte nicht gefunden und die Flugtickets unserer Frau nicht. Auch wenn da hinten das Licht flackert. Oh my god, baby. It's perfect. Yes. Yes, I will. I love you, Gary. Okay, das war der... Machen wir wieder zu. Das war der, Hochzeitsring? Der Verlobungsring? Aber unsere Frau lebt doch noch, oder? Also, würde ich jetzt behaupten. So, hier ist Mike. 0516. Weiß Bescheid. 0516 können wir auf jeden Fall dann ändern. Leute, wo geht's denn hier lang? Okay, geil. 0516. Gut, dann gehen wir mal nach unten und ändern jetzt den Code. 0516. Hä? Why? Ich dachte, ich muss den ändern. Bin ich dämlich? War das jetzt nicht unsere To-Do? Also, bis auf die Flugtickets endlich zu finden, die wir immer noch nicht gefunden haben, wo bemerkt. Aber wir haben ja zumindest jetzt diesen Sicherheitscode von Mike. Oh, what?
Auf der Rückseite der Karte 0516. Okay. Wir gehen nochmal runter. Wir gucken nochmal, ob wir jetzt den Code eingeben können. 0516. Was mich eher wundert ist, warum hat die Alarmanlage, wenn sie nicht schon scharf ist, ist schon ausgelöst. Okay. Also unsere Main-To-Do ist immer noch die Tickets finden. Leider sind wir da nicht so gut drin. Weil wo könnten denn jetzt die Flugtickets noch liegen? Ich hätte eher gedacht, oben im Schlafzimmer, ne? Dass da irgendwie noch Sachen liegen. Aber hier macht auch keinen Sinn. Also hier hätte ich jetzt noch gedacht, irgendwo. Aber nö. Okay, wir können hier den Code eingeben. Warum? Macht doch gar keinen Sinn. Also irgendwo schon, wenn man was verstecken will. Aber auch irgendwie nicht. Na gut. Aber wir sind erstmal hier drin. Und hier sind die Flugtickets. Mitnehmen. So, was ist jetzt? Alter. Okay, das ist das der Kunstraum von meiner Frau. Lecke mich aber am Arsch. Was hat sie? Also, okay. Ja, kann man machen. Kann man machen. Okay. Wir haben die Flugtickets gefunden. Was ist unsere nächste To-Do? Rausgehen? Hallo? Oh Gott. Ich weiß, also... Hang on, what are you doing? What's with the mask? The fuck ist denn hier passiert? Oh Gott. What is? Ja, ist okay. Okay, wir sind ganz schön weg. Oh Gott, das war ja unangenehm. Oh, das war gar nicht gut. Sie verfolgt uns. Was ist denn mit ihr verkehrt? Geh weg. Das war der Unfall, den wir gesehen haben, ganz am Anfang. I'm stuck at the gate and they won't let me through. It's just the two of us anymore. See you soon. Okay. Wo wachen wir jetzt denn wieder auf? Also, wir hatten doch gerade eben den Unfall. Wir sind doch gerade geflüchtet. Oder nicht? Anscheinend nicht. Finden einen Weg, den Geist zu bezwingen. Jawoll! Urkommen. Phasmophobia? Wie soll ich denn den bezwingen? Es ist ein Geist!
Okay. Was ist denn hier passiert? Okay, also wir müssen irgendwas machen, womit wir den Geist quasi bezwingen können? Aber wie? Ach du Heilige. Also Hide and Seek oder? Gibt es, haben wir Utensilien, dass wir den irgendwie... Da unten. Oh, gar nicht unangenehm, gar nicht unangenehm. Oh, toi, 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 toi. It is what it is. Ich brauch mal ein bisschen Cuddle-Snuckfit. Für mich selber. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie auch wirklich rauskommen. Hello. Hello. Ich glaube, du hast ein Problem mit meiner Frau. Kann das sein? Können wir einfach in die Garage? Nee, können wir nicht. Das wäre auch zu einfach. Können wir die Polizei rufen? Nein. Was? Gib mir das Messer. Nimm es doch mit. Nein, er lässt es da. Nimm es doch einfach. Not my problem. We've got some news hot off the presses. Tragedy has struck Pleasant Falls. A woman was found murdered in her home. She was brutally stabbed over 10 times. The victim's name was Sarah Powell. Sarah managed to make a call to 911 before she succumbed to her injuries. The primary suspect of this brutal murder is believed to be her husband, Gary Powell. He was found deceased only mere blocks away, slumped over the steering wheel of his car after a fatal collision with a tree. The murder weapon was found in the car with him, leading investigators to speculate that he crashed his car while fleeing the scene of the crime. The couple had a daughter believed to be 19 years of age, but police have been unsuccessful in tracking her down. If anyone knows the location, please contact Pleasant Falls PD immediately. It is also believed that Sarah is a victim to domestic abuse. If you or someone you know is suffering from domestic abuse, get help before it's too late. Yeah. Aber ich hab nichts gemacht. Ich weiß nicht. Was ist... Also, wo ist jetzt meine To-Do? In einen Weg, den Geist zu bezwingen. Vielleicht hilft dir ein Buch der Okkultismus weiter. Ja, dachte ich auch. Aber, nee. Es war einfach nur erklärt, wie ich Pen and Paper spiele. Oder warte, gibt es noch andere Bücher? Habe ich hier noch... Hier gibt es bestimmt keine Bücher, ne? In der Küche ist dämlich, nach Büchern zu schauen. Glaube ich. Und ja. Yeah. Vielleicht haben wir hier noch ein... ein Buch. My thoughts are dark, black as night. Life is spare, a total absence of light. When it's all over, come find me there. A broken soul, I belong nowhere. 4th June, I feel better today. June 6th, 1999. My hands are shaking as I write this. Maggie's gone. Michael's gone. Gary's gone too. At least the man I love is. It's just me and the monster living inside Gary. And the beatings are getting worse and I'm running out of excuses. So tired. The lady next door came over yesterday. She must have heard something. She urged me to call the police, but I just can't do it. I love Gary so much. He's never gotten over Michael leaving us. And he blames me. And maybe it is my fault. All he does is drink, locked in that basement day and night reading those weird books. He's so unhinged now. What do? I can't abandon him.
I know Gary's in there somewhere, and I'll be right here when he surfaces again. Fuck, this is so hard. I have to stay strong for him. Na, weiß ich nicht. Also... also keine gute Idee. Aber okay. What the fuck? Okay, also wir müssen auf jeden Fall... What the fuck? Okay, also wir müssen anscheinend in den Keller. Oh. I don't like. Hello? Wo bin ich denn jetzt? Ach du Scheiße. Ach du heilige Madonna. I look in the mirror, I see only a husk. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Okay, wir gehen erstmal ans Telefon. Hallo? Okay. Ja. Machen wir. Wir nehmen es einfach so hin. Machen wir so. Mhm. Heilige Scheibenkleister. Aber die Bilder sehen schon geil. Also, sind krank, ja. Aber ich finde so die Farbgebung sehr interessant. Oh Gott. Ja, Stevie würde jetzt sagen, Silent Hill ist grüßen. Jetzt euer fucking Ernst, ich bin in die Spiegelwelt teleportiert worden. Yep. So, insane. Lies beyond the wall. You lose your soul. Witzig ist, dass Keep Out richtig geschrieben wird, also ist. Okay. Finde ich jetzt nicht so toll. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, also wir müssen aber hier durch, weil... dahinter ist was. Oder kann ich hier hinten durch? Nee. Oh Gott, lass mich doch hier durch. Ich will die Axt mitnehmen. Kann ich die Axt mitnehmen? Bitte, 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 take it.
Nischen packen, nimm's doch mit. Hier läuft doch komplett was nicht richtig. The fuck, halt's Maul, ey. Okay. The spells contained within this book are your pathway to power beyond your human ability to imagine. Once you learn the keys of wielding such power, the book and the rites within will no longer be needed. Your body and soul will become a conduit for the darkness. Dark power and energy will be transferred through you into an object of focus on the task. It will give the direction to those energies they again on this plane of existence. That does not mean this book should be taken lightly. Its contents, they are dangerous and should always be treated with respect. Colloquium. Ritual of sacrifice. Ritual of devotion. Right. Alter, jetzt ernst. Okay. Ein gewaltsamer Tod bringt hasserfüllte Geister hervor. Um einen solchen Geist zu befreien, musst du ein Ritual durchführen. Für das Ritual benötigst du folgende Objekte, mit dem Geist in Verbindung stehen. Einen beliebigen Überrest des Verstorbenen, ein Bild des Verstorbenen, Kleidung, die vor dem Angesicht Gottes getragen wurde, ein Familienerbstück oder Andenken. Reinige alle Objekte durch das Feuer der Flamme und verstreue die Asche am Ort des Verbrechens. What? Okay. Okay, also wir brauchen Sachen. Okay, wir sind tot. Sobald die... Okay, wir sind... Warum sind wir warum? A woman was found murdered in her home. Stabbed over 10 times. Managed to make a call to 911. Had been victim to domestic abuse. Just me and the monster living in me does his drink. Maybe it is my fault. Can't abandon him so much. War das jetzt Sinn und Zweck, dass wir sterben? Also, war das jetzt gewollt? War das Neue Mission. Finde Überreste von ihr. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, hier, wo ich sie ermordet hätte, wäre doch gar nicht so verkehrt. Oder nicht? Fuck, was passiert? Ich sehe halt nichts. Okay, also hier werde ich wahrscheinlich keine Überreste finden, oder? Nope. Nope, nope, nope. You will be... Was stand da? You'll be down here soon. Ach du Scheiße. Oh.
Gottes Willen. Okay, Garage. Also, wir brauchen Überreste. Was ist das? Okay. Überall ist diese Frau drauf. Was hat sie für ein Problem? Gott, dieses Kind. Okay. Wir beruhigen uns. Es ist ein ganz normaler Samstag. Wir suchen nach irgendwelchen Überresten. Wahrscheinlich würde ich, also sage ich jetzt mal, also ich glaube, am ehesten finden wir was im Schlafzimmer. Ich hätte jetzt gedacht, da hinten, wo das Badezimmer ist. Weil da müssten ja normalerweise... noch Sachen liegen. Hey Sarah, I'm your only friend. Warte mal, was stand da? Life is a storm. And your husband's friends. First of June, 1990. I asked him today what he does down there. He just stared at me silently with pure hatred. I don't understand how this happened. I don't know him anymore, and sometimes he scares me. He spends all of his time in that basement. Next time he does a beer run, I'm gonna sneak down there and look for myself. I trust Gary, but the man I'm living with isn't Gary anymore. I have to keep Maggie safe, if nothing else. Oh God, I lost a tooth during dinner. What is happening? Lass mich doch in Ruhe. Ich will einfach nur Sachen finden. Ist ja gar nicht stressig gerade. Wir werden gejagt? Okay, das macht das Spiel natürlich mal ganz... krass anders. Okay. Was wissen wir? Wir wissen, sie hat einen Zahn verloren beim Dinner machen. Das heißt, wir müssen Richtung Küche. So, das heißt, wir gehen, weil wir es können, Richtung Küche. In der Hoffnung, dass der Geist jetzt hier nicht ist. Und wir auch dahin kommen, wo wir hinwollen. Halt's Maul. I don't... the one with problems. I just need to know his name. That's the only thing I can do and not feel. Curiosity killed. What is... No, ich... Oh, was? Ich soll jetzt Fotos machen? Du hast gerade eine Kamera aufgehoben. Um in den Kameramodus zu wechseln, drücke C. In Kameramodus kannst du Fotos aufnehmen. Fotos enthüllen oft versteckte Hinweise und Überraschungen, die du sonst nicht sehen würdest. Wenn du nicht weiterkommst, dann versuche ein Foto zu machen. Möglicherweise findest du eine Lösung oder einen Hinweis.
Die Kamera verfügt über unbegrenzt viel Film. Wenn du aber einen Kamerafilm in der Welt sehen solltest, dann denk daran, deine Kamera zu verwenden. Closer? Noch closer. There's a key. Für was denn? I'm not alone. You're definitely not alone. Okay. A spokesperson from the CADV, or Citizens Against Domestic Violence, had mentioned during a press statement that it's easy to turn a blind eye to domestic violence by explaining away the problem. Often in cases like these, the victim is in love with their assailant. As we all know, love often traps the action. These cases often need outside intervention, but ultimately, it is up to them to help themselves. Usually, the assailant in these situations will suffer from addiction and sometimes deeper psychological problems. If you or someone you know is involved in a situation like this, please contact our anonymous helpline for guidance. In other news, the annual Orange Plum Festival is in full swing. Okay. Häusliche Gewalt ist immer scheiße. Was ist unsere eigentlich unsere... Ja. Unsere To-Do, immer noch die Überreste zu finden von unserer Frau. Who the fuck are you? All you do is drink. You're a monster. Can't live like this anymore. Ja, es... Alkohol ist halt... Ist halt scheiße, ne? Ist ähnlich wie... Tablettensucht ist genauso kacke. Wo sind wir denn jetzt? Sieht aus wie eine Anstalt, also ein Gefängnis. Gary and family, condolence, take the time you need from all of us at All Sing High Security. Helfende Hände. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Port, die Hilfsinitiative der Gemeinde ist seit über 10 Jahren in Pleasant Forks tätig. Unser Hauptanliegen ist die Unterstützung von Familien in Krisensituationen. Im Allgemeinen helfen wir bei der Instandhaltung und Renovierung des Heims. Ein anonymer Freund von Ihnen hat uns Ihre Situation detailliert beschrieben. Der Bericht hat uns sehr berührt. Wir haben uns dazu entschieden, Ihr Haus unter der Adresse bis zu einem Betrag von 79.000 US-Dollar komplett zu renovieren. Das ist aber nett. Und dies stellt den Großteil unseres Jahresbudgets dar. Doch wir sind der Auffassung, dass Ihre Situation eine dringend benötigte Unterstützung und etwas guten Willen erfordert. Nächstes Wochenende wird ein Gutachterteam Sie besuchen und ein Erstgutachten erstellen. Sie müssen uns dabei keine Angaben machen, aber es ist Ihr Haus und daher ist Ihre Meinung äußerst wertvoll. Wir bedauern sehr, was geschehen ist und wir hoffen, dass diese kleine, aber gute Nachricht hilft. Mit freundlichen Grüßen, Madison Shannon, Gründer. Okay. Erklärt trotzdem noch nicht, warum wir hier sind. Also in so einer riesen Anstalt gefühlt. To Sarah and family, we are sorry for your loss. Mal blöd gefragt. Das sind jetzt keine Sachen für meine Frau. Weil warum
sollte jemand Sarah schreiben? Sarah, Gary und Maggie, our deepest sympathies. If you need anything, please know we are here for you. Okay, also es hieß ja, wenn wir Fotos sehen, sollen wir ein Foto machen. Jetzt die Frage, wovon? Davon? Nein. Hiervon? Wir können ja unendlich viele machen, hieß es ja. Ja. Und zwar die Tür sollten wir uns vielleicht genauer anschauen. Curiously killed, the cats have 9 lives. Oh, wir gehen mal ganz kurz erstmal nochmal hier weiter. Weil vielleicht finden wir ja noch was anderes hier hinten in der Ecke. Finden auf jeden Fall hier noch weitere Hinweise. Was steht denn hier? Death again awaits you. Okay. Was steht auf der anderen Seite der Tür? Unlucky for some. Routines. Oh nee, steht auf jeder Tür irgendein dummer Spruch? Warte. Okay, hier sind irgendwelche Symbole. Muss ich hier die Tür fotografieren? Ja. Okay, hier. Schocktherapie. Achso, steht auch oben drüber. Okay. Macht's nicht besser, aber okay. Ne, man weiß ja nie. Okay, weitere dumme Symbole. Und nochmal Symbole. Okay. Gut, dann gehen wir einfach durch diese Tür. Können wir sie damit... Wir können sie damit nicht fernhalten. Ich hab gedacht, sie wäre dann weg. Also, ne, ihr wisst, Luft aufgelöst und so. Aber nein. Nix da. Okay. Ja, ich will doch immer noch in die Küche. Ich hab gedacht, ne. Warte mal. Was? Okay, sie hat ja gesagt, sie hat hier irgendwo ihren Zahn verloren. Leck mich! Nur wo? Ja, man packt das Messer einfach in Geschirrspüler. Hat sie den. Alter, was ist denn. Was stimmt denn mit euch nicht? Haben wir hier irgendwie... Nee, haben wir nicht, ne? Okay, warte. Sie hat einen Zahn verloren, hat sie geschrieben. Beim Kochen. Was? Okay, wir haben den Zahn. Ich kann aber auch nicht weg. Also, was ist denn mit ihr? Warum?
kann halt nichts machen. Sie ist halt einfach da. Einfach so. Von jetzt auf gleich. Okay, es ist auf jeden Fall immer... Also, ich muss Stab... By step, by step. All you do is drink. I need you, and I love you more than I can express. I don't understand how this happens. Sometimes he scares me. Okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall einen Zahn gefunden. Also sprich, wir haben was von ihr. Als nächstes brauchen wir wahrscheinlich ein Bild von ihr. Jetzt um meine Vermutung. Finde ein Foto der Verstorbenen, genau. So, ist ja an sich, sollte das ja gar nicht so schwer sein, weil wir haben ja verschiedenste Fotos, Bilder gefunden. Und zwar haben wir ja unser Hochzeitsfoto, auf dem Kamin beispielsweise. Nicht hin kann. Alter, die Alte macht mich aber ganz schön fertig gerade. Darf ich das mal sagen? Hier darf ich nicht rein? Darf ich denn hier nicht rein? Alter, das ist ganz schön heftig. He's gone, but I still heard him. He's trying to talk, but it's faded. Muted and jumbled. What does it mean? Okay, ich kann es nicht mitnehmen, ne? Okay, warte mal, wenn ich hier nicht rein kann und ich da nichts finde, dann muss ich ja hier unten lang. Ist aber auch nichts. War hier nicht mal das... Okay. Okay, okay, okay. Hier war doch das Picture von meiner Frau. Wo ist es hin? Ihr verdammten Bösewichte. Wo könnte jetzt noch ein Foto von meiner Frau sein? Vielleicht hier? Hallo? Okay. Ich will doch nur ein Foto von meiner Frau. Es kann doch nicht so schwer sein, ein Foto von meiner Frau zu finden. Aber anscheinend schon. Okay, das haben wir schon.
Was willst du denn von mir? Ich komme jetzt zu nichts. Und sie jagt mich. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Wenn ein Foto der Verschreibung... Ja. Also, ich will ja. Aber du lässt mich ja nicht. So, hier oben war ich doch. Also, hier gibt's halt keins. So. I can't hear you. Find me on the baby monitor. Aber da... Hä? Da war ich doch vorhin dran. What the heck? Ich hab den doch vorhin in der Hand gehabt. Babyzimmer? Yep, wir sind in diesem Babyzimmer. Wo ich glaube, ich hätte gar nicht reingekonnt, so richtig. Oh, wir haben einen Teil von dem Foto. Okay. Überwachungskamera. Sieht auch gar nicht creepy aus, als ob... Was ist das? I told you I was sleeping. He was out with Maggie getting ice cream or something. I don't know. I was asleep. Look, my baby boy just died. And I don't know how. What kind of God would kill an innocent baby? I didn't kill my son. Yes, I had postnatal depression, but I'm telling you, woke to a noise and had a strange feeling something was wrong. And I ran to his room and I found his crib collapsed and his lifeless body. And he blew up on the floor. An investigation has begun into the tragic death of a 6-month-old baby boy. The father was out with their 6-year-old daughter buying groceries. When they returned home, they found the mother of the child holding the infant in her arms. Authorities have taken the mother in for questioning, but she has since been released. A spokesperson for Pleasant Falls PD told us that the death has been ruled accidental. However, the investigation is ongoing. It's believed that faulty nursery equipment may have failed, causing this tragedy. InfoCare has issued a full recall on all their bassinets in accordance with the ongoing investigation. Best wishes and condolences go out to the family involved in this tragedy. I take it. Okay, also wir können, okay, also wir sind jetzt hier bei der Police Station. Jetzt unser Foto zu finden? Okay, hier wurden wir auf jeden Fall überwacht. Gary. Okay, das sind wir anscheinend. Erste Einschätzung. Das Opfer ist aufgrund stumpfer Gewalteinwirkungen auf dem Schädel verstorben. Was? Michael Pote wurde von seiner Mutter Sarah Pote zu Hause tot aufgefunden. Die Mutter hatte laut eigener Aussage geschlafen und war aufgrund eines Geräusches aus dem Zimmer ihres Sohnes aufgewacht. Als sie nachsehen ging, fand sie den leblosen Körper ihres Sohnes. Diese Ermittlung soll die Todesursache und Schuldfrage klären. Ehemann Gary Pote und Tochter Maggie Pote befanden sich zu dem Zeitpunkt des Todes nicht daheim. Sie sind nicht von der Schuldfrage entlastet, aber derzeit für diese Untersuchung nicht von Interesse. Zum Zeitpunkt des Anlegens dieser Akte ist Sarah Pote die Hauptverdächtige, sofern ein Fehlverhalten festgestellt werden kann. Thank you.
War das jetzt am Ende doch Sarah? Also unsere Frau? Okay, wir machen wieder Licht. Okay, wir machen nicht. What the fuck ist das für ein Game? Okay. Was ist unsere To-Do? Du hast nur einen Teil des Fotos, du musst den Rest finden. Okay, ich muss immer noch Fotos finden? What the fuck? Okay, wir können auch hier jetzt rein mittlerweile. Das finde ich ja nett. Licht geht wieder mal natürlich überall nicht. Weil warum auch? Wir können aber hier nochmal gucken gehen auf Klo. Vielleicht finden wir ja hier was. Aber nein. Auch hier finden wir nichts. Ich bin schon wieder umgefallen. Und hab einen Käsefuß ins Gesicht bekommen. What the fuck? Ein Käsefuß? Ich hab doch schon ein paar Fotos gefunden. Okay. Wir müssen weitersuchen. Investigativ sind wir weiterhin auf der Suche nach dem Foto von Sarah. Okay, hier. Was ist das? I just found him like this in his room. I was sleeping and I heard him back. He's not breathing. okay, das war anscheinend. Ja. Das war anscheinend der Bericht für den Todesfall des Sohnes. The police want me to see a grief counselor. And I want you to come with me. Will you come with me? Why won't you talk to me? You blame me, don't you? I can't do this alone. Ja. Okay, also, oh Gott, was, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay, wir haben nichts gesehen. Wir haben nichts. Nothing is happening here. Nothing is... Ich kann mich verstecken? Warum denn? Und warum sehe ich das jetzt? Oh Gott, ich bin ein bisschen angespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Does insanity cause demons? Do demons cause insanity? Lost, cursed, or both?
Ja, gute Frage, würde ich sagen. Alter, oh Gott. Warum bin ich denn jetzt schon wieder hier? Und ist das Sarah? Ist... Oh Gott, ist die also... Meine Fresse, die hat aber auch... Bock. An investigation has begun into the tragic death of a six-month-old baby boy. Look, my baby boy just died. I had a strange feeling something wrong. What kind of God would kill an innocent baby? What kind of God would kill an innocent baby? Oh no. Oh Gott, das wird doch nicht gut ausgehen. Okay, was ist meine nächste To-Do? Finde Kleidung, die vor dem Angesicht Gottes getragen wurde. Das Hochzeitskleid. Oder? Also, würde ich jetzt sagen. So. Kleidung wird im Regelfall im Schlafzimmer aufgehoben. Also in Schränken. So, hier haben wir nichts. Hier kommen wir nicht rein. Und hier ist ja quasi unser Schlafzimmer. Also müssten wir auch hier die Kleidung finden, oder nicht? Wir finden die Kleidung nicht hier. Es wäre ja auch zu einfach, wenn wir die Kleidung hier finden würden. January 11th, 1986. We just got back from the hospital with the latest addition to our family, little Michael, and he's perfect. Feeling a little strange though, almost depressed. I feel so guilty for feeling this way when it should be a time for celebration. Gary's been great, but he doesn't understand how I'm feeling. I tried to talk to him about it, but he just doesn't get it and tells me to be happy. He's right, but it's not that simple. Isn't it normal that I'm having postnatal depression with my second child when I didn't have it with my first? I'm depressed and happy at the same time. My God, this is confusing. I hope it passes. I know Gary will support me through this. I'm sure it's all going to be fine. The nurse suggested that I keep a journal to help work through my thoughts. So, here we go. My paintings look alive. Oh Gott, sie hat Schwangerschaftsdepressionen. Das ist, glaube ich, gar nicht so gut. Also, ohne dass ich da irgendwie Erfahrungen mit habe, aber... Oha. Oh boy. Okay, also wir müssen uns ihr Gemälde angucken. Also gehen wir jetzt wieder nach hinten, wo ihr Arbeitszimmer ist. Würde ich jetzt sagen. Weil der Hinweis ist ja nicht verkehrt. Ne? Also in dem Book. Also ist ja ihr... Okay, wir gucken uns das Bild an und sehen erstmal nicht viel drauf. Vielleicht müssen wir ein Foto schießen von dem Bild. Nein. Leider nicht. Gut, sie hat ja natürlich sehr viele Bilder gemacht, ne? Zum Beispiel das hier. Auch das. Nein. Haben wir die Küche? Was meinte sie denn mit dem Painting? In the last holiday period reached a whopping 95 deaths. 60% of those were alcohol related. Maxwell Hume from the Pleasant Falls PD stated that alcohol-fueled violence and car wrecks have become a huge problem. How much needless death does there need to be before we curb our vices? If you suffer from addiction, seek help now. Okay. Okay, okay, okay. Also wir müssen jetzt vielleicht nochmal ein paar Fotos machen. Vielleicht kriegen wir ja dadurch ein paar Hinweise wieder. Nope. Okay, warte mal. Da vorne leuchtet was. Little Michael. I'm still not used to the name, but it's starting to grow on me. He's perfect. And he looks just like you.
He's got your eyes. Okay. Also, ja. Wo sind wir denn jetzt? Also, wir sind jetzt in einem Gemälde. Oh, das ist aber auch heftig. Was haben wir hier? 23rd March, 1985. He really surprised me this weekend. He blindfolded me and whisked me off in the car. When he took the blindfold off, I saw this horrible little rundown cabin in the woods. He'd purchased this place from an estate sale of a deceased hunter or something. He wants to fix it up so we'll have our own little romantic getaway. Maggie's staying with the neighbors for the weekend, so I guess I'll make the most of it. Ist ja schon mal, also, ne, so ein Cap, also, ist ja nicht verkehrt, sowas zu haben. Okay, Kamera. Wir sollen hier Fotos machen. Ist jetzt die Frage, wovon? Okay. Wait. Lass mich doch hier durch. Also erstmal gucken wir uns hier an. 24th March 1985. He's like a changed man out here. At first I wasn't sure this place is creepy, but last night was simply amazing. Maybe this was a great idea. It just needs a woman's touch. Well, amazing. Was da passiert ist. Okay, das sieht gar nicht mehr so gut aus. You better hurry. She's here. March 1985. Don't ever want to come back. Ich bin ganz schnell weg, weil ich dachte, sie verfolgt mich jetzt. Das ist überhaupt der richtige Weg. Wir suchen eigentlich noch das... nur das Kleid von der Hochzeit. Und wir springen jetzt einfach in den Brunnen. Weil wir es können. Ich habe keine Ahnung warum. Okay. Da war wieder der Käsefuß. Okay, wir können hoch auf den Dachboden? Oh nee, ich will das nicht. Aber wir machen es. Wir machen das. Let's do it. Was auch gar nicht unangenehm hier oben ist. Wirklich. Ich würde sagen, die Tür ist jetzt wieder zu hinter uns. Awesome. Look to see the bra. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Ich sollte mich auch nicht bewegen. Die Dunkelheit hat einen Erzfeind Licht. Ja, okay, deswegen wegen Blitzen und so, ne? Also Blitzlicht. 95 deaths. 60% of those were alcohol related. Slaughterhouse down there was really weird shit going on. Just needs a woman's touch. A cold day changed man out there. Yeah.
Lass mich raten, wir müssen jetzt die Sachen, die wir jetzt gefunden haben... Familienerbstück oder Andenken. Okay. Why don't you fight back? Mouse, useless, meaningless. Deadbeat, asshole, dickhead. Dear Diary, I haven't spoken to Dad in years. We avoid each other as much as possible. He's always drinking and I'm scared to talk to him. Mom is a mess. She's so weak. I hate them both. I hate it here. I'm a prisoner in my own room. I can't have my friends over. I stay at Bridget's house as much as I can. It's time for a change. I met a boy 2 months ago. His name is Carl, and I think I love him. I told him about everything yesterday. My dead brother, drunk father, and drugged up mother. I thought he'd run for the hills, but he says he wants to save me. He says we should run away, and I think I will. What is my future here? I can't stay. I feel bad leaving my mom, but if she ever grew a spine, she'd have taken me away from here years ago. I have to go. Ei, also... Ist schon... Ist also... Pff, ja. Ist halt nicht... Also, ja. Ist halt nicht einfach, glaube ich. Kannst du bitte da weggehen? Also... Oder auch nicht. Okay, jetzt sind wir schon wieder hier unten in so einer Anstalt. Warum? Reception. Okay, wo müssen wir denn hin? Hannah's Asylum. Vielleicht sollen wir auch da hinten hin? Ich weiß es halt nicht. Also ich würde fast sagen nein, aber wir können auch mal nochmal gucken gehen. Scheiße. Was? Warum sind wir hier? Ich kann hier einfach durchgehen. Okay, cool. Hannah's Asylum. Okay. Wir können uns Patientenakten angucken. Ja, das ist ja awesome. Aber überall steht wahrscheinlich dasselbe drauf, oder was? Nee, nicht richtig. Nicht wirklich. Okay, wie können wir Step by Step weiter? Okay, das finde ich ja interessant. Gruselig. So ein bisschen. Warum komme ich denn jetzt hier nicht mehr rein? Was ist denn jetzt hier los? Okay. Wir sind bei einem Doktor, der vielleicht auch einen Doktor aufsehen sollte. Okay, was haben wir hier? Sehr geehrter Herr Dr. Tanas, ich habe versucht, Sie persönlich zu sprechen, allerdings ist meine Bewegungsfreiheit im Gebäude etwas eingeschränkt. Dies ist auch mein eigentlicher Grund für das Schreiben. Ich verstehe das Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit, kann so aber meine Arbeit nicht ordnungsgemäß ausführen. Ich schicke die Leichen zu diesem übergewichtigen Herrn, den Sie den Pathologie meinen Vorschlag entsprechend stationiert haben. Ich kann allerdings meine Unterlagen nicht beim Empfangsbüro abgeben, das ist immer abgeschlossen. Sie bewahren den einzigen Schlüssel in Ihrem Büro auf, wodurch mein Zugriff sehr eingeschränkt ist. Ich bitte Sie darum, mir eine Ausfertigung des Schlüssels zur Verfügung zu stellen. Ich erwarte Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Minder. Gut, das heißt, hier sollte im besten Fall ein Schlüssel sein, den wir mitnehmen können. Damit wir dahin können.
Okay. Oder auch nicht. Lass mich doch rein. Danke. So, wo sind wir hier? Ach du Heilige. Okay. Dann lass uns doch mal hier den Lüftungsschacht benutzen. Ist, glaube ich, immer clever, Lüftungsschächte in... in solchen Anstalten zu nehmen. Ich glaube, uns geht's nicht mehr so gut. Aber wir stehen jetzt, glaube ich, auf und... gucken mal, wo wir gelandet sind. Also, das ist dann normal, oder wie? Okay. Also, so Leichenteile zerhackt. Da drin zu... locken ihn an, indem wir hier Geräusche machen, um dann danach die Tür zuzumachen? Wer hat eine Idee? Dass das hingehauen hat, das war mehr Glück als Verstand, aber okay. Ja, er kann jetzt so viel klopfen, wie er will. Er kommt ja hoffentlich da nicht raus. Also hoffe ich. Oh Gott, wir haben es geschafft. Oh Gott, der kam ja doch noch raus. Ich hätte jetzt... nicht gerechnet. Oh Gott, was ist denn da das für ein Etat? Genau. Und wir sind... Wir leben einfach da drüber. All that training paid off, it seems. As she came first in the annual try... Ich will auch nur einen Gegenstand finden. Am besten diese Asche, wo wir dieses Erbstück da hatten. Wäre doch geil. Okay. Ich würde sagen, sie hat uns Genick gebrochen. Vielleicht sollten wir die erste Tür nicht aufmachen. Vielleicht sollten wir sie einfach da drin lassen. Ist halt so eine Überlegung. Gut. Was nehmen wir aus der Sache mit? Ein Familienerbstück oder Andenken müssen wir immer noch finden. Das würde ich auch gerne, wenn wir zu Hause wären. Sind wir aber nicht. The world makes sense through the lens of a bottle. In here I'm not me. Clarity is insanity.
Aha. Also, sehe ich anders, aber gut. Okay. Okay. Was ist denn mit euch nicht richtig? Dieser Mechanismus. Ich will doch hier durch. Geh mit Anlauf. Okay. Also, wie gesagt, ich sollte vielleicht nicht jede Tür. Nicht jede Tür öffnen. Aber ich mach's trotzdem. Oh Gott, was ist denn hier los? Geh doch weiter! Geh weg! Als ob sie mich gesehen hätte! Ich war doch im Schatten! Ich war doch ein Schatten meiner selbst. No. Okay. Nochmal von vorne. Jetzt unsere Ruhe? Okay. Also ich denke mal, wir haben jetzt unsere Ruhe. So ein bisschen, zumindest. Damit wir uns jetzt hier in Ruhe umschauen können. 12th of April, 1996. I hadn't spoken to him in what seemed like an eternity. So shocked when he asked me to come back to the cabin. I assumed he wanted to fix a marriage. Maybe try to move past everything and start over. Last time we were at the cabin, it was so romantic until the freak show started. And I vowed never to go back, but I hope our marriage. I'll try anything to end the nightmare. Once we got there, he just started babbling about this being the place of conception and rummaging through that fucked up basement. I don't know if I should be indulging him or getting help. I want him to get help. Kann ich noch mein Ding sehen? Kamera. Nein, ich will die Fotos sehen. Nee, 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 nee. Nein. Nein, 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 nein. It's not just the two of us anymore. Nein. Our family's growing. Nein. That 12-hour labor totally worth it. I'm scared of how he'll react. Okay, was war das untere Zeichen? Ah, okay, das ist das. Okay, und... Das ist doch das sein. Okay, warte, jetzt machen wir hier ein Foto von.
Dreieck und Kelch. Okay, Dreieck und Auge und Kelch. Okay. Gar nicht creepy, in einem Büro so eine Tür zu finden. Okay. I don't ever want to come back. Last night there were all kinds of strange noises. I could hear whispering. What is happening? Little Michael. I'm still not used to the name, but it's starting to grow on me. Ach du heilige Scheiße. All you do is drink. You're a monster. You can't live like this anymore. Was? Okay. Wir sind wieder in unserem nicht so geilen Keller. Und könnten jetzt gucken, dass wir die Sache finden. Also ich würde jetzt die Urne nehmen. Wo hatten wir die denn gesehen? Taking the pills, but it's all I have now. And I wish I could change things. For Maggie's sake. Maybe she'd better off without us. Oh, man. Yeah, oh God, this... ist schlimm. So, können wir das einfach nehmen jetzt hier? Take it! Ist nicht das? Ich hätte gedacht, das wäre das. Okay, warum ist denn das nicht? Okay, muss ich nach oben gehen oder wie? Oh, wie, wo soll ich denn jetzt noch was finden, was irgendwie... mit der Person zu tun hat. Ach du Heilige, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Quasi an der Rezeption? Ich würde sagen, ja. Okay. Man hat hier mehrere Schreibmaschinen.
völlig normal. Ach du Heilige. Okay, warte mal. Muss ich hier von ein Foto machen? Nein. Hier wird mir jetzt wahrscheinlich auch kein Code draufstehen, ne? Nein. Na tolle Wurst. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Suche nach einem Safe-Code. Achso. 10 left, 5 right, 5 left. Okay, 10, 50, 5. Also. Was? War nicht? Left. Der halt so. Gut. Haben wir das auch. Was haben wir hier? Edge. Ah! Das ist mit ja, ist ja gut. Beruhigen Sie sich mit Madam. Er muss doch nicht so schlimm werden. Some believe this is their life flashing before their eyes. Every action you take will bring you closer to your judgment. Gary's gone totally insane. Maggie ran away. And she hates me for not standing up to him. She's but right. But now I'm all alone. And I wish my little girl would come home. But I love him. And I can't just leave him like this. I can't just leave him like this. His reality is also manchmal muss man auch die Leute einfach gehen lassen. Ja, also manchmal kann man denen halt nicht mehr helfen. Wenn sie nicht selber sehen. Verbrenne die Gegenstände. Ja, ist ja gar kein Problem. Bin ich ja ganz schnell dabei. So, einfach verbrennen? Also, hätte ich die eigentlich jetzt einfach oben anzünden können? Wäre das eine Option gewesen? Oder einfach Richtung Kamin? Oder muss ich das unten machen? Ich kann es nicht verbrennen. Der Kamin ist aus. Der Kamin ist aus. Ist nicht gut. Ich komme auch nicht mehr da rein. Ist doch kacke. Okay, wo kann ich noch Sachen verbrennen? Search grid has begun over the crash site, but no survivors have been. So here he stands, at the gate. Does he understand the extent of his crimes against his eternal soul? He can't set things right. It's over. He can ensure eternity is fitting for those he affected. I'm letting it out here myself. Well, it's time to end it. Move on to the best part. That concludes our broadcast today. Okay, haben wir es jetzt geschafft? Ja, nein, vielleicht. Ich würde gerne das Messer mitnehmen. Wir gehen? Wir könnten nicht gehen. Was ist denn? What is happening? Warum?
Okay. Was ist in unserer Garage? Können wir... Das ist keine Garage. Das ist keine Garage. Gar nicht unheimlich, Freunde. Gar nicht unheimlich. Ich habe jetzt mal alle geöffnet. Einfach, weil ich es kann. Okay, hier komme ich nicht rein. Weil mir dafür der Schlüssel fehlt. Ich habe keine Ahnung, was ist denn jetzt meine To-Do? Okay, gucken wir mal. Es wird Zeit, es zu beenden. Ja, und wie? Okay, warum sind wir denn jetzt sie? Okay, wenn wir sie sind, sollen wir... Wie? Hä? Ich habe doch die Gegenstände schon verbrannt. Warum fange ich jetzt von vorne an? Begib dich wieder an den Ort des Verbrechens. Okay. Okay, was? Also hier oben war ja das Verbrechen, ne? Asche verstreuen. Verlasse diesen Ort, okay, was? Okay, wir gehen. Ich bin raus. Ich bin sowas von raus hier. Oh Gott, okay, jetzt sieht wenigstens alles wieder halbwegs normal aus. Können wir einfach hier vorne durch die Hauptausgang, einfach gehen? Natürlich nicht. Können wir über die Garage gehen? Die Garage, das ist die Idee. Natürlich nicht. Warum auch? Dann gehen wir jetzt hier hinten durch die... Ja. Wir gehen hier hinten wieder raus. Ist mir egal. Gehen hier hinten über die Garage wieder rein. Und setzen uns unser Auto und sagen... Tschüss. Also hoffe ich. Hier ist nicht unser Auto. Oh Gott. Also durchlebe ich jetzt nochmal die gesamte Kacke?
sind wir hier? In welcher Vorhölle? I don't know. Okay, wir gehen mal dahin, wo es Lämpchen blinkt. Wer bist du denn? Geh mal weg jetzt hier. Skills. No matter, you finally get it. If you take your place, someone will be with you and we can begin. Was? Was? Ah, okay. Ich hab's nicht verstanden, aber okay. Was seid ihr denn für? Ja moin! Okay, krasse Kacke! Infliction, der Extended Cut. Was war das denn bitte? Boah, okay. Also, wenn euch dieses kleine Let's Play gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten schaltet gerne wieder ein bei einem nächsten kleinen Projekt von uns. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.